Markus Inning, der Olympiasieger, Welt- und Europameister, gehört zu den bekanntesten Reitern bei den diesjährigen Baden Classics. Er selbst ist mit mehreren Pferden und einer Nachwuchsreiterin in Offenburg. Beim ersten Springen dieses Turniers, das der Jungpferde, blieb er selbst fehlerfrei. Sein Schützling Kentra Clarissia Brinkop mit einem Abwurf noch im Soll. Markus Inning ist mit dem Auftakt zufrieden, mag dieses Turnier. Also ein perfektes Turnier gibt es, glaube ich, nicht. Genauso wenig wie den perfekten Reiter. Aber wir sind schon nah dran. Also die Bedingungen sind wirklich sehr, sehr gut hier. Und wie der Anfang hier heute Morgen auch zeigt, macht das Spaß, hier zu reiten. In den kommenden Tagen findet der Pferdefreund in den Offenburger Messehallen alles rund um den Pferdesport. Und wer einen defekten Sattel hat, kann ihn hier fachmännisch reparieren lassen. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt es im Volksmund. Und besonders elegant nutzen die Voltigierer den Pferderücken, die ab morgen neben den Springreitern für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Markus Ening hat übrigens bereits am ersten Tag der Baden Classics ein volles Programm. Bei seiner ersten großen Springprüfung, der Goldtour, wurde der 44-Jährige Sechster.